Arjen Robben. Bei diesem Namen schwelgen viele Bayern-Fans direkt in schönen Erinnerungen. Denn Robben ist wohl der legendärste Rechtsaußen, der jemals für den FC Bayern gespielt hat. Während seiner Zeit in München gewann der Niederländer nicht nur unzählige Titel, er schoss die entscheidenden Tore häufig selbst. Wir blicken zurück auf eine unglaublich erfolgreiche Karriere. Am 28. August 2009 kam Robben für 25 Millionen Euro von Real Madrid an die Sebener Straße und wurde gleich zum großen Hoffnungsträger. Denn die Münchner hatten den Saisonstart in den Sand gesetzt. Nur 2 Punkte aus 3 Spielen unter Trainer Louis van Gaal waren alles andere als zufriedenstellend. Landsmann van Gaal war es auch, der Robben dann maßgeblich von einem Wechsel zu den Bayern überzeugte. Der Grund, warum er mich von einem Wechsel nach München überzeugen konnte, war wohl, dass Real einen Superstar nach dem anderen verpflichtete, sagte Robben 2020 in einem Interview. Robben wollte unbedingt die Champions League gewinnen und zögerte deshalb erst. Bayern gehörte gerade nicht zu den absoluten Topclubs in Europa, aber ich bin das Risiko eingegangen und es hat sich ja gelohnt. Beim FCB sollte mit Robben am 4. Spieltag gegen Meister VfL Wolfsburg die Wende her. Er wurde zur Pause eingewechselt und schnürte direkt einen Doppelpack. Bayern gewann 3:0, Robben gelang der Traumeinstand. Der damals 25-Jährige spielte eine bärenstarke erste Saison im Bayern-Dress. 23 Tore und 8 Assists gelangen ihm in 27 Pflichtspielen. Viele seiner Tore ähnelten sich dabei. Robben zog von der rechten Außenbahn mit seinem linken Fuß nach innen und zog ab. Schnell wurde er für diesen unnachahmlichen Move bekannt, doch verteidigen ließ er sich einfach nicht. So erzielte Robben Jahr für Jahr etliche Tore. Insgesamt traf er 144 Mal für den deutschen Rekordmeister und legte dazu noch 101 weitere Tore vor. 309 Mal streifte er sich das FCB-Trikot über, es hätten noch deutlich mehr Spiele sein können. Denn traurige 172 Spiele verpasste Robben verletzt. Immer wieder musste er körperliche Rückschläge verkraften. Es ist der einzige Makel in dieser so außergewöhnlichen Karriere. Stand Robben auf dem Platz, strahlte er eine unglaubliche Torgefahr aus, auch in den ganz großen Spielen. Sein unfassbares Volley-Tor in Manchester nach der Ecke von Ribéry etwa kommt den Bayern-Fans sofort in den Sinn, wenn sie an legendäre Robben-Momente denken. Und natürlich das epischste Tor in seiner Karriere. Eines der wichtigsten Tore in der Geschichte des FC Bayern. Robbens Siegtreffer im Finale der Champions League gegen Borussia Dortmund in der 89. Minute. Er war ein Mann für die großen Momente. 7 Tore erzielte er für die Bayern in 13 Finals. Damit trug er einen großen Teil zu seiner so titelreichen Zeit beim FCB selbst bei. 20 Titel waren es an der Zahl, dazu wurde er einmal Deutschlands Fußballer des Jahres. In seinen 10 Jahren bei den Bayern schaffte es der stets sympathische Robben, zur absoluten Legende zu werden. Nach seinem Abschied aus München schnürte er nach einem Jahr Pause noch eine Saison lang die Schuhe für seinen Jugendclub FC Groningen. Danach war endgültig Schluss. So endete eine glorreiche Karriere, an die man sich in München noch lange erinnern wird.